Alles klärchen, hier sind wir wieder bei Minecraft. Ich habe jetzt eine neue Maus gekauft und jetzt müsste man, glaube ich, mein Geklicke nicht mehr so laut hören können. Hoffe ich zumindest. So, wir waren aber dabei, erst einmal Wolli zu ernten. Danke, Wolli. Wolli bewundert die weite Welt. Was ist? Egal. Wir wollten ja jetzt Holz fällen gehen, ich kann mich erinnern. Und, oh, was brennen wir denn eigentlich? Achso, das Lehm, okay. Ach, die Musik, die hatten wir ja noch gar nicht so richtig, oder? Kann das sein? Naja, auf jeden Fall hier, die Musik ist von Anno, falls ihr das nicht wisst. Gut, ich würde sagen, wir könnten hier auch noch gleichzeitig ein paar neue Bäume pflanzen. Setzlinge haben wir bei uns dabei, das ist gut. Lege ich mal die Schaufel hier ab. So, gut. Und jetzt platziere ich die Setzlinge. Und zwar hier einen. Dann hier dort einen. Hier. Na, machen wir hier noch einen. Und dort. Und hier. Und da. Und tralala. Gut. Hier sind noch ein paar Überreste von einem Baum. Die werde ich entfernen jetzt. Weil das kacke aussieht. So, hier komme ich nicht dran, glaube ich. Nee, leider nicht. Aber ich kann ja die Blätter jetzt entfernen. Ah, hier ist noch ein Baumstamm, den könnte ich mir auch noch unter den Nagel reißen. Obwohl ich gar keine Nägel craften kann. So, hier ist ein weiterer Holzstamm und hier auch. Da ebenfalls. Wow, ganz schön viel. Oh, hier kommen wir nicht mehr ran. Oder vielleicht doch. Ja, genau. So, an dem komme ich, glaube ich, auch nicht mehr ran, verdammt. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal ein paar Blätter mit meiner Schere mit. Kann ja nicht schaden, ein paar Blätter bei sich zu haben. Oh, es wird Nacht. Naja, gut, das muss mal Nacht werden. Gut, jetzt haben wir ein paar Blätter. Die können wir ja zum Bau einer Hecke benutzen, falls wir Lust auf eine Hecke haben. Gut, dann sammeln wir noch die Objekte hier ein, die was hier rumliegen. Gut, gut, gut. Oh, ein großer Baum. Das ist der Baum des Lebens. Und ich muss mich gescheit hinsetzen. So. Ich liege hier dran an meinem PC, als würde ich gleich schlafen gehen wollen. Na gut, es ist zwar Nacht, aber ich habe jetzt keine Lust zu schlafen. Ich muss sie aufnehmen. Gut, oh, da hinten sind ein paar Schweine, die hier, die dort drüben Unfug treiben, sag ich mal. Gut, ach, ich hasse es, wenn so große Bäume wachsen. Naja, gut, das ist zwar ein anderes Holz, was wir daraus bekommen, aber ein bisschen Birkenholz schadet ja auch nicht, wenn wir das mal einsammeln. Gut, Mann, ich sitze hier so. Moment, ich muss mich mal kurz irgendwie, ich habe hier so eng, hier ist es so eng, gerade zum Aufnehmen jetzt, also. So, gut, jetzt muss passen. Sorry, gerade eben, ne, fürs so und so machen. Ja, jetzt so geht's besser, hoffe ich zumindest, mit dem Aufnehmen. Mensch, dass ich mich aber auch nicht, dass ich mich nicht vorbereite vor meinen Aufnahmen, das ist unglaublich, ne? Egal. So, hier weiteres Birkenholz. Ich kann nur hoffen, dass hier ein paar Blätter runterfallen, damit wir die Bäume später wieder erneuern können, jawohl. Oh, Schäfchen! Oh, das ist eine Kuh. Ja. Gut, hallo Schaf, danke für die Wolle und auch danke für deine Wolle. Und du Schwein! Schwarze Kuh. Die schwarze Kuh macht Mu. Ja, und mir fällt kein Reim auf Mu ein. Du. Und diese Kuh bist du. Genau. So, hier ist es ein bisschen uneben. Ich glaube, das könnten wir bei Gelegenheit mal schließen. Aber erstmal sammeln wir ein bisschen Holz, während ich euch ein wenig über... Oh, eine Höhle. Oh, was ist das? Ich schau mal nach. Mann, das sieht aus wie so ein...
wie so ein Bombenkrater aus dem Zweiten Weltkrieg, den wir erkunden können, oder? Ich werfe jetzt mal schnell einen Blick drauf rein. Ja, es sieht aus, als wäre das eine Höhle, okay. Gut, heben wir uns für ein anderes Mal auf. Hier geht's auch rein, okay, okay, gut, gut. So, okay, gut. Wenn ich jetzt Holz sammeln tue, erzähle ich mal euch ein wenig über die Geschichte von ein paar Ländern. Da weiß ich nämlich so viel. Und das heutige Land ist, nehmen wir mal Deutschland. Also, ja, also die ersten Deutschen in Anführungsstrichen, das waren die Germanen. Die lebten vom heutigen Polen bis rüber zu den heutigen Luxemburg-Ländern. Und es waren damals so, ja, so Krieger, ein Kriegervölkchen halt, die damals gegen die Römer kämpften. Da kennt man sicherlich ein paar Geschichten darüber. Und ja, die Germanen sind das, ich würde behaupten, dass, ja gut, ich glaube nicht, dass es die einzigen eingeborenen Stämme waren, die die Römer nicht erobert hatten. Also das stimmt nicht. Aber ja, die Germanen, die wurden nicht von den Römern erobert, sondern die haben standhaft gegen die Römer gekämpft. Mit ihrer Axt gegen die römische Legion. Ja, gut, und nach der Römerzeit, da war das Mittelalter, das frühe Mittelalter angesagt, da war Deutschland besetzt von den Franken. Und das, ja, da war halt das sogenannte Frankenreich. Das war, glaube ich, so. Ich mache das jetzt alles aus dem Stegreif, also sorry, falls die Daten nicht so korrekt sind, aber ich glaube, es müsste so im 7. Jahrhundert gewesen sein. Ja, und dieses Frankenreich, das hat sich ein paar Jahre später geteilt in das Heilige Römische Reich und das heutige Frankreich, wie wir es heute kennen. Ja, und das Heilige Römische Reich, das ging damals von von Dänemark, sag ich mal, runter bis nach Rom. Ja, und es wurde mittlerweile immer kleiner und mittlerweile und nach einiger Zeit spaltete sich dieses Reich in mehrere Länder auf, also mehrere Stadtstaaten, sag ich mal. Zum Beispiel Bayern war damals einer oder Köln, glaube ich. Und so entstanden, soweit ich weiß, die ganzen Akzente, würde ich behaupten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, das ist halt nur ein kleiner Gedanke von mir. Ja, und so brach dieses Heilige Römische Reich langsam zusammen in mehrere hunderte deutsche Kleinstaaten. Na gut, hunderte waren es nicht, aber mehrere deutsche Kleinstaaten. Ja, und ein Staat davon, das war, glaube ich, mit einer der mächtigsten, der immer mächtiger wurde, war Preußen. Und Preußen, das hat ein Land, also auch wieder so ein Stadtstaat von dem Heiligen Römischen Reich, sag ich mal, das eroberte dann, ja, immer mehr Land, also bis es irgendwann mal das heutige Norddeutschland erobert hatte. Das war so ungefähr im 19. Jahrhundert. Und ja, dann kam die Napoleonischen Kriege, oder wie man die auch das ausspricht, halt, da hat halt Napoleon Deutschland besetzt. Und ich pflanze erstmal neue Setzlinge, bevor ich hier weiter. Ja, und bei den Napoleonischen Kriegen, da hat Napoleon halt einen Feldzug von Frankreich bis nach Moskau geführt. Und hat inklusive auch Deutschland oder das heutige Preußen auch, besetzt, sag ich mal. Und ja, dann irgendwann kämpfen die Alliierten, die damals also nicht Zweiten Weltkrieg Alliierten, sondern die Alliierten damals von den Napoleonischen Kriegen. Das war Preußen, Russland, Österreich, Ungarn und, ich glaube, Großbritannien.
Die kämpften alle gegen Frankreich und dann entschied sich in der Schlacht von Waterloo über das Schicksal von Europa und ja, das und Napoleon wurde geschlagen. Und so herrschte eine neue Ordnung in Europa. Preußen bekam noch mehr Land im Norden Deutschlands und irgendwann war es soweit und Deutschland konnte gegründet werden, indem Preußen die ganzen deutschen Staaten unter seiner Flagge vereinigte und so war das Deutsche Kaiserreich geboren. So, ja, und das hieß damals, ja, das Deutsche Kaiserreich. Der erste Kaiser war, glaube ich, Otto von Bismarck. Ja, und dann kam es zum Ersten Weltkrieg unter einem König Friedrich, glaube ich, hieß der, ich weiß es nicht ganz genau, den Deutschland mit Österreich-Ungarn gegen Frankreich und Russland führte, da weiß ich nicht allzu viel darüber. Ja, und den verlor Deutschland schließlich, musste einen Teil seines Landes an Polen abgeben und auch an Dänemark und Lothringen musste es an Frankreich übergeben und Rheinland wurde von den Franzosen besetzt und ja, das führte, glaube ich, dazu, dass schließlich Hitler an die Macht kam. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich behaupte es einfach mal so, das ist halt nur so eine Vermutung von mir, die ganzen Sachen, die ich hier so erzähle. Ihr könnt sie mir gerne widerlegen, ich bin dankbar über Widerlegungen, denn das würde ja mein Thema über das Geschichte über die Geschichte von Deutschland ein wenig verbessern. Ja, und Deutschland eroberte im Zweiten Weltkrieg also zunächst eroberte es Polen, das war klar. Dann Norwegen und Dänemark, die Benelux-Staaten und Frankreich und schließlich dann auch noch die Balkanländer, also Jugoslawien und dann noch ja, Jugoslawien, Griechenland auch noch, genau. Und dann griff Deutschland die Sowjetunion an, eroberte auch einen Teil davon, allerdings ja, nach ein paar Jahren wendete sich das Blatt zugunsten der Sowjetunion und die Alliierten, die führten auch einen heftigeren Krieg gegen die Deutschen, indem sie Nordafrika eroberten. Und so eroberten die Alliierten schließlich die Teile von Europa, die Deutschland besetzte, zurück und die zwei deutschen Staaten, Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik Deutschland, wurde gegründet. Und so kam es halt zum Eisernen Vorhang. Dieser eiserne Vorhang, der bestand aus, ja, das war die Grenze zwischen den Militärbündnissen NATO und Warschauer Pakt. Ja, und das führte dann zu einem kalten Krieg, sag ich mal, also einem Krieg ohne Waffen. Als kalter Krieg wurde halt die Aufrüstung der Waffen bezeichnet. Und ja, das war halt ein Konflikt zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO. Die Hauptmächte dafür, also für Warschauer Pakt war es die Sowjetunion und für NATO war es die Vereinigten Staaten von Amerika. Und, ja, jetzt haben wir genug Holz. Okay, ich erzähle noch schnell fertig. Und, ja, die Sowjetunion, die brach schließlich irgendwann mal zusammen und dann vereinigten sich die zwei deutschen Staaten zu einem deutschen Staat. Und das ist das heutige Deutschland, wie wir es kennen. Und das war die deutsche Geschichte. So, und jetzt habe ich, während wir über Deutschland geredet haben, 2 Stacks Holz gesammelt. Das ist gut, denn das brauche ich jetzt, um das Haus fertig zu bauen. So. Ich frage mich jetzt allerdings, wie ich das bauen möchte, das Dach. Ich bin noch am Überlegen, ob ich noch ein paar Cobblestones sammeln soll. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Können wir gleichzeitig noch den Keller noch weiter erweitern? Noch weiter erweitern? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Also, noch weiter erweitern. Aber die Frage ist, wohin? Wir könnten ihn weiter in die Tiefe bauen.
und quasi so stockwerkartig ein Lagerhaus bilden. Ein unterirdisches Lagerhaus. Ich glaube, das mache ich. Das sieht viel besser aus. Genau, so mache ich das. Schaufeln haben wir gerade da welche dabei. Das ist gut. Okay, gut. Dann fangen wir an. So, und während ich hier jetzt die ganzen Blöcke wieder abbaue, erzähle ich euch etwas über die Geschichte über ein weiteres Land. Und zwar, ja, ich weiß, also ich kann euch über jedes Land auf der Welt was erzählen, weil ich so ein Freak bin. Das ist unglaublich, ihr wisst gar nicht, was für ein Freak ich in Länderkunde bin. Vielleicht soll ich das öfters in meine Let's Plays einbringen, wenn ihr wollt. Also ich kann euch die Ehemenge davon erzählen, also bevor ich euch unnötigen Scheiß darüber erzähle, was ich heute gemacht habe, was niemand interessiert, erzähle ich euch ein bisschen was über Länderkunde, was ich einigermaßen weiß darüber. Gut, dann baue ich hier jetzt einfach mal Pflastersteine hin. Die Blöcke reichen zwar nicht, aber wir bekommen ja weitere Blöcke, weil wir jetzt dann eh noch weiter graben werden. So, ja, hat gerade mal zur Hälfte gereicht. Halt nein, normalerweise baue ich das ja aus diesem Stein. Okay, ich glaube, das muss ich später wieder einreißen. Ja, gut. Dann soll ich eine Treppe vielleicht bauen? Ich glaube, ich baue eine Treppe. Die sieht viel cooler aus. Es sieht viel cooler aus, ey. So, die Frage ist, wie will ich das jetzt bauen? Soll ich es hier in der Mitte bauen? Ja, ich baue es in der Mitte, genau. Okay, ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Mittelwert von 7 ist 4 und 3, glaube ich, ne? 1, 2, 3 und 4. Genau, jetzt haben wir die Mitte. Ist es die Mitte? Nein. Okay, der Mittelwert ist 4. Oder 3? Ich weiß nicht. Lange her, als wir das letztens in der Schule gemacht haben. 1, 2, 3, ja, es war 4, okay. Gut, dann bauen wir hier unsere Treppe hin. So, genau, so mache ich das jetzt. Dann haben wir so eine Art, ja, Katakombe unter unserem Haus. Genau, also hier kommt später die Treppe hin, müsst euch jetzt dazu denken. So, 4 und 5. So, genau. Und hier beginnt dann das neue Stockwerk. Gott, jetzt sieht man kaum, ich weiß, aber ich habe hier ein paar Fackeln. Nur zwei leider. Aber wir haben hier noch ein bisschen Kohle. Das müsste eigentlich reichen. Gut. Ich glaube bis... Moment. Wir müssen jetzt, glaube ich, drei hier hingehen. 1, 2 und 3. Dann müssten wir hier das Ganze symmetrisch zu oben haben. Ja, genau. 1, 2, 3. So, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich brauche eine neue. Ich habe hier irgendwo eine Werkbank irgendwo hingestellt. Im letzten Part, glaube ich, war das. Nein, nicht. Okay, gut. Dann mache ich mir halt eine. Ist ja kein großes Problem. Kostet eh nur 4 Holz. Ich platziere es mal dorthin. Ist ja egal. So, dann neue Sticks. Ich glaube, ich mache mir gleichzeitig auch noch ein paar neue Fackeln, wenn wir schon dabei sind. So, neue Fackeln. Dann hier noch ein bisschen Bretter. Zack. So, dann hier ein paar Sticks. 1, 2, 3.